Bereits im vergangenen Oktober kam es zu einer Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Wien. Vom 7. bis 9. März wird nun abgestimmt. Wie soll die Wiener Parkplatzsituation und Lebensqualität für die Bezirksbewohnerinnen und Bewohner verbessert werden? Also es wäre besser, wenn wir mit Öffis und mit Autos irgendwas komponieren könnten. Also ich denke, ich wäre im Alltag weniger gestresst, wenn ich mehr Parkplätze zur Verfügung hätte, beziehungsweise das besser geregelt wäre. Benutzt euer Auto nicht so viel. Wir haben so eine hohe Feinstaubbelastung. Das Auto sollte wirklich dazu dienen, um entweder Urlaub zu fahren oder größere Einkäufe zu tätigen. Sie haben die Wahl. Entscheiden Sie sich für eine generelle Ausweitung des Parkraums, bedeutet das eine einheitliche Lösung für alle Bezirke. Parkplatzregelungen werden dort geltend, wo zu wenig Parkplätze zur Verfügung stehen. Beim zweiten Kästchen bleibt es bei der bisherigen Regelung. Individuelle Lösungen für einzelne Bezirke mit Rücksicht auf die Interessen der Nachbarschaft. Prinzipiell denke ich mal, dass die Bezirke das autonom entscheiden sollten, aber in Absprache mit der Stadt, damit ein durchgängiges Konzept halt vorhanden ist. Und wo es nicht notwendig ist, braucht man meiner Meinung nach kein Parkpickerl einführen. Die Bezirke können besser berücksichtigen die Wünsche der Einwohner als die Stadt. Abstimmen können alle Österreicherinnen und Österreicher, die am 28. Jänner 2013 einen Wiener Hauptwohnsitz und bis zum 9. März 2013 ihr 16. Lebensjahr vollendet haben. 2 Wochen vor dem Befragungszeitraum erhalten die Stimmberechtigten die persönliche Stimmkarte zugesandt. Damit kann man am einfachsten per Briefabstimmung oder zwischen 7. bis 9. März in einer Annahmestelle an der Volksbefragung teilnehmen. Denn Wien will's wissen.